Willkommen bei Drucker Channel. Brother berichtet, dass es wieder gefälschte Druckerpatronen gibt, die man sogar bei Amazon kaufen kann. Wirklich übel, denn bei Amazon ist es so, es gibt ja den Marketplace und irgendwelche Händler können ihre Produkte an Amazon schicken. Amazon verkauft die dann im Auftrag und wir Kunden sehen nur, dass es von Amazon kommt, sogar mit dem Prime-Logo. Und genau da gab es immer wieder Beschwerden von irgendwelchen Kunden an Brother. Brother hat sich dann gekümmert und hat einen Fälscherring ausgehebelt in Berlin und einiges beschlagnahmen können. Und Brother weist darauf hin, dass man das Logo auf den Originaltonern, ob sie dann original sind oder nicht, sind, ist ja herauszufinden, dass man dieses Logo hier betrachten soll, dass man sieht es, wenn ich es so kippe und schwenke, so ein Hologramm mit einem Barcode und den kann man scannen, um zu überprüfen, ob es ein Original Brother Toner ist. Dazu nehme ich einfach ein Smartphone oder hier jetzt mein Tablet und halte das Ganze hier dran. Das kann man zum Beispiel mit Google Lens machen. So, jetzt sollte er, genau hier zeigt er mir an, einen Link gefunden, da klicke ich einfach drauf. Das Ganze steckt im QR-Code drin, dieser Link. Und wenn ich diesem Link hier folge, Webseite folgen, jetzt geht die Webseite auf zu Brother und dort steht, dass dieser Code hier okay ist. Ich habe also keinen gefälschten Toner. Wenn ihr also Brother Toner oder auch Tintenpatronen kauft, achtet auf dieses Logo, auf das Hologramm. Wenn ihr das dreht und wendet, muss es entsprechend erscheinen. Im Artikel hier findet ihr ja mehr. Also bei Drucker Channel verlinke ich euch unter diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen rauf. Bis zum nächsten Mal. Euer Team von Drucker Channel.